Am 3. Juli 1584 marschierte ein spanisches Heer unter dem Kommando des Herzogs von Parma vor der Stadt Antwerpen auf. Damit begann eine Belagerung, die von den Zeitgenossen mit größter Spannung beobachtet wurde und über die sogar der berühmte deutsche Dichter Friedrich Schiller einen Bericht schrieb. Die Belagerung von Antwerpen war geradezu filmreif. Die Verteidiger bauten ein monströses Kriegsschiff und überfluteten die ganze Region. Die angreifenden Spanier bauten eine riesige Brücke, um den Fluss Schelde zu blockieren, die dann wiederum von den Verteidigern mit Feuerschiffen angegriffen wurde. Das ist die Geschichte der spektakulären Belagerung von Antwerpen. . 1579 startete der Herzog von Parma, Alessandro Farnese, eine Offensive gegen die Republik der Vereinigten Niederlande. Dieser Vorstoß war Teil des 80-jährigen Krieges, in dem sich die Niederländer ihre Unabhängigkeit von den Spaniern, die ihnen den Katholizismus aufzwingen wollten, erkämpften. Farnese war der frisch ernannte Statthalter der spanischen Niederlande. Dem Historiker Christopher Duffy zufolge war der Herzog der gefährlichste Gegner, dem sich die Rebellen bis jetzt hatten stellen müssen. Und kaum jemand hatte so viel Erfahrung im Belagerungskrieg wie er. Farnese eroberte als erstes im Sommer 1579 die Stadt Maastricht. Als sich dann 1580 die katholische Partei in den nordöstlichen Provinzen auf die Seite der Spanier stellte und die protestantischen Aufständischen aus Groningen, Delfzijl, Geworden und Oldenzaal vertrieb, nutzte der erfahrene Militär diese Ablenkung und schlug weiter südlich zu. Bis 1584 hatte er ein großes Gebiet im Süden der Niederlande besetzt und die Städte Brüssel, Mechelen und Gent isoliert. Dann wandte er sich Antwerpen zu, dessen Eroberung laut Olaf van Nimwegen, einem Experten für den 80-jährigen Krieg, der krönende Abschluss von Farneses Eroberungszug sein sollte. Mehr als 100.000 Menschen lebten zu diesem Zeitpunkt in der florierenden Stadt Antwerpen. Die ideale Lage am Fluss Schelde machte Antwerpen zu einem wichtigen Drehkreuz für den Handel in der Region. Entsprechend wichtig war die Stadt für die Republik der Vereinigten Niederlande. Als Wilhelm I. von Oranien, der wichtigste Anführer des niederländischen Aufstands, von dem bevorstehenden Angriff erfuhr, beeilte er sich, den Bürgermeister der Stadt, Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, zu warnen. Er riet den Einwohnern der Stadt dringend, den Kaunsteinse und den Blaugarendeich zu durchbrechen und so ein großes Gebiet im Norden Antwerpens zu fluten. Damit wäre sichergestellt gewesen, dass die niederländische Flotte die Stadt auch erreichen konnte, falls die Spanier die Schelde blockierten. Nur glaubte zu diesem Zeitpunkt niemand in Antwerpen wirklich daran, dass der Herzog von Parma das schaffen würde. Zusätzlich wehrte sich die Antwerpener Metzgerzunft, weil die Flutung die Weideflächen zerstört hätte, auf denen ihr Vieh gemästet wurde. Schlussendlich wurden die Stadträte, die für die Flutung waren, überstimmt und die Antwerpener beschränkten sich darauf, die bestehenden Verteidigungsanlagen entlang der Schelde zu verstärken, einige zusätzliche Schanzen zu errichten und die Deiche bei Saftingen zu durchbrechen, um das Gebiet dort zu fluten. Als die Spanier sich der Stadt näherten, unterbrachen sie zuerst die wichtigen Wege und riegelten die befestigten Orte in der Umgebung ab. Alessandro Farnese erschien es am vielversprechendsten, die Stadt einzukesseln und von der Versorgung abzuschneiden. Damit begannen seine Truppen am 3. Juli 1584. Das spanische Heer ging dazu in zwei Gruppen vor. Die erste Gruppe rückte gegen das Fort Liefkenshoek vor, während die zweite, die vom Grafen von Mansfeld befehligt wurde, die Schelde bei Krübecke überquerte, Herentals einnahm, dann um Antwerpen herummarschierte und schließlich in der Nähe von Stabroek ein Lager errichtete. Weil die erste Gruppe von den Verteidigern von Liefkenshoek in der Zwischenzeit zurückgeschlagen worden war, griffen die Spanier zu einer Kriegslist. Am 10. Juli stellten sie mit Heu beladene Wagen an die Mauern des Forts und steckten sie in Brand. Der dichte Rauch des Heufeuers schränkte die Sicht der Verteidiger so stark ein,
dass die Angreifer ungesehen vorrücken konnten und die Verteidigungsanlagen rasch unter ihre Kontrolle brachten. Aber der weitaus schwerere Schlag, den die Republik an diesem Tag erlitt, war die Ermordung von Wilhelm von Oranien in seiner Residenz in Delft. Trotz dieses Verlustes ging der Kampf um Antwerpen weiter und in den folgenden Tagen nahmen die Spanier Sweyndrecht und Dol ein. Im Laufe des nächsten Monats fiel auch das Fort Lillo und weitere Befestigungsanlagen in der Umgebung. Antwerpen wurde Schritt für Schritt abgeriegelt. Erst jetzt, als sich die Schlinge um ihren Hals bereits zuzog, erkannten die Antwerpner den Ernst der Lage. Das schnelle Vorrücken der Spanier machte ihnen klar, dass der Herzog von Parma das schaffen konnte, was sie für unmöglich gehalten hatten, nämlich Antwerpen völlig abzuriegeln. Jetzt endlich willigte auch die Metzgerzunft ein, die Deiche zu brechen. Aber es war zu spät. Die Spanier kontrollierten bereits den Kauensteinse Deich, womit es für verbündete Schiffe fast unmöglich war, die Stadt zu erreichen, selbst wenn das Gebiet überflutet war. Da nun absehbar war, dass Antwerpen völlig abgeschnitten werden würde, stellte sich die Frage, wie die Einwohner versorgt werden sollten. Im Moment versuchten die Spanier zwar passierende Schiffe vom Ufer der Schelde aus zu beschießen, aber hie und da schaffte es immer noch ein Transportschiff in den Hafen der Stadt. Wie lange noch? Das war unklar. Die Lösung, für die sich die Verteidiger entschieden, war problematisch. Jeder Einwohner sollte auf eigene Faust so viel Vorrat anhäufen, dass er davon 2 Jahre lang leben konnte. Das klappte natürlich hinten und vorne nicht. Die Reichen kauften nur wenig ein, weil sie fürchteten, dass ihre Vorräte gestohlen werden könnten. Die Ärmeren lebten von der Hand in den Mund. Sie konnten sich vielleicht Essen für 2 Tage kaufen, aber sicher nicht für 2 Jahre. Um dem entgegenzuwirken, setzte der Rat einen Maximalpreis für Getreide fest. Aber auch das ging nach hinten los. Die niedrigen Preise kombiniert mit dem hohen Risiko machte die Reise nach Antwerpen für Händler unattraktiv. Entsprechend dürftig waren die Getreidespeicher Antwerpens gefüllt, als sich die spanischen Linien um die Stadt schlossen. Im Oktober richtete Parma sein Hauptquartier in Beveren ein. Er hatte inzwischen die meisten Städte und Dörfer rund um Antwerpen unter seine Kontrolle gebracht und damit den Belagerungsring fast geschlossen. Der einzige Weg zur Stadt, der noch offen war, war die Schelde. Also machte sich Parma ans Werk, um auch diesen letzten Zugang zu blockieren. Sein wahnsinniger Plan? Er wollte eine Brücke über den mehr als 900 Meter breiten Fluss bauen. Er befahl seinen Männern, an beiden Ufern ein Fort zu errichten und von dort aus stabile Brückenköpfe zu bauen. Wegen der Strömung konnten diese nur ein Stück weit in den Fluss hineingebaut werden, so dass die niederländischen Schiffe immer noch passieren konnten. Um diese Lücke zu schließen, ließ Parma eine Reihe sogenannter Pleiten beschlagnahmen, eine Art Transportschiff, das auf Binnengewässern eingesetzt wurde. Aber noch bevor die Brücke fertiggestellt war, brach der Winter herein, der Fluss fror zu und das Projekt war vorerst wortwörtlich auf Eis gelegt. Etwa zur selben Zeit erhielt Farnese die Nachricht, dass die Stimmung in der Stadt angespannt war und einige Bürger in Ketten gelegt worden waren, weil sie ohne Erlaubnis mit ihm hatten verhandeln wollen. In der Hoffnung, die Uneinigkeit könnte die Antwerpener zum Aufgeben bewegen, ließ er dem Stadtrat am 13. November einen Brief mit mehr als großzügigen Kapitulationsbedingungen überbringen. Aber die Antwerpener lehnten ab. Als das Eis zu schmelzen begann, nahmen die Spanier die Arbeit an der Brücke wieder auf. Bereits Ende Februar verband eine Schiffsbrücke, die etwa 730 Meter lang war, die beiden Brückenköpfe. Es handelte sich dabei aber um alles andere als eine einfache Schiffsbrücke. Die Pleiten waren mit Ketten und Brettern verbunden und bildeten eine schwimmende Mauer, die mit einer stabilen Brüstung und Artilleriestellungen versehen war. 2 weitere Reihen von Schiffen, die mit angespitzten Pfählen versehen waren, bildeten beidseitig des Konstrukts eine Art schwimmende Palisade. Am Ufer der Schelde
wartete eine Flottille von 40 Kriegsschiffen auf ihren Einsatz und über 1500 Mann bildeten die Besatzung der Brücke. Friedrich Schiller beschreibt die Brücke in seinem Bericht zu der Belagerung so: Dabei war diese furchtbare Maschine so künstlich organisiert und so reichlich mit Werkzeugen des Todes ausgerüstet, dass sie gleich einem lebendigen Wesen sich selbst verteidigen, auf das Kommandowort Flammen speien und auf alles, was ihr nahe kam, Verderben ausschütten konnte. Die Antwerpner waren schockiert, als sie erfuhren, dass es den Spaniern tatsächlich gelungen war, die Brücke fertigzustellen. Die Schelde war unpassierbar. In dieser bedrohlichen Lage wäre den Antwerpenern nichts gelegener gekommen als ein sicherer Tunnel zu ihren Verbündeten. Aber sie waren abgeschnitten. Eure Lage ist da deutlich angenehmer, denn NordVPN bietet euch genau das, einen sicheren Tunnel zwischen euren Geräten und dem Internet. Nord ist der Sponsor dieses Videos. Ihr VPN stellt nicht nur einen einfachen VPN-Tunnel her, sondern verschlüsselt eure Daten doppelt und verbirgt eure IP-Adressen. Neu ist NordVPN sogar mit einem Bedrohungsschutz ausgestattet, der dich vor unerwünschtem Tracking, schädlichen Webseiten, infizierten Dateien und lästiger Werbung schützt. Du kannst ihn ganz einfach über das Schildsymbol in der linken Seitenleiste einschalten. Damit bist du unabhängig von deiner VPN-Verbindung rundum geschützt. NordVPN ist super einfach zu bedienen und kann gleichzeitig auf bis zu 6 verschiedenen Geräten genutzt werden. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und hol dir NordVPN für 2 Jahre und einen Monat mit einem riesigen Rabatt. Risikofrei dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Antwerpen hatte nicht das Glück einer sicheren Verbindung zu seinen Verbündeten und konnte nur unter größtem Risiko mit ihnen kommunizieren. Die Stadt war völlig abgeschnitten. Genau wie die Spanier hatten auch die Antwerpner ein Monsterprojekt. Im Frühjahr 1685 stach die Finis Belli oder Fin de la Guerre, ein riesiges Kriegsschiff, das die Antwerpener im Lauf des Winters gebaut hatten, in See. Das Schiff erinnerte an eine schwimmende Burg, die mit 1000 Musketieren bemannt und zahlreichen Kanonen bestückt war. Die Antwerpener setzten all ihre Hoffnung auf dieses Schiff. Daher auch sein Name Ende des Krieges. Aber die Hoffnungen wurden enttäuscht, denn das gewaltige Gefährt erwies sich als zu schwer, um im seichten Wasser des überschwemmten Gebiets zu manövrieren. Wie genau die Finis Belli ihr Ende fand, ist unklar. Einige Quellen berichten, dass sie auf Grund gelaufen ist, andere, dass sie kurz nach dem Verlassen des Hafens gegen den Deich gefahren ist. Jedenfalls musste die Besatzung das Schiff verlassen und die Spanier nahmen es in Besitz. Sie trugen davon, was sie brauchen konnten und zerlegten den Rest. In der Zwischenzeit hatte der Stadtrat unter Alderonde auf dem politischen Parkett Druck gemacht und die Niederländer gedrängt, sich bei der Suche nach einem Verbündeten zu beeilen und ihre Verhandlungen mit Frankreich und England rasch voranzutreiben. Außerdem hatte er die nahe Provinz Zeeland wiederholt aufgefordert, die Spanier mit ihrer Flotte anzugreifen. Nun trafen die seeländischen Schiffe endlich ein. In kurzer Zeit gelang es ihnen, das Fort Liefkenshoek und einige andere Festungen auf der Insel Dol einzunehmen. Damit hatten sie unmittelbaren Zugang zu der spanischen Brücke. Anstatt aber direkt gegen sie vorzugehen, hielten sich die Seeländer bereit, um anzugreifen, sobald es den Antwerpnern gelang, die Brücke zu zerstören. Der Mann, der die Bühne betrat, um diesen Plan umzusetzen, war ein Ingenieur aus Mantua, Pedrigo Ciambelli. Ironischerweise hatte dieser geschickte Kriegsbaumeister seine Dienste bereits mehrfach Philipp II. Von Spanien angeboten. Aber der spanische König hatte, wie Christopher Duffy formuliert, wenig Zeit für solche Spielereien und wies seine Höflinge und Diener an, Ciambelli auf Distanz zu halten. Daraufhin ließ sich der frustrierte Italiener in Antwerpen nieder, heiratete ein einheimisches Mädchen und gab sich damit zufrieden, als Physiker und Mechaniker zu arbeiten. Als er jedoch hörte, dass die Spanier eine Brücke bauten, entflammte sofort wieder das alte Feuer in ihm. Ciambelli
erarbeitete einen Plan, um den Spaniern die Zurückweisung heimzuzahlen. Er bat den Stadtrat um 2 große Boote, füllte sie mit jeweils etwa 7000 Pfund Pulver und belud sie mit Schrott, Geröll und Alteisen. Schon bald waren Ciambellis Feuerschiffe einsatzbereit. In einer sternenklaren Nacht übergab er die beiden Höllenmaschinen der Strömung und ließ sie auf die spanische Brücke zutreiben. Eines der Boote kam vom Kurs ab und strandete, bevor es die Brücke erreichte, aber das andere traf sie genau dort, wo die Schiffsbrücke am Brückenkopf befestigt war. Auf einen Moment der Stille folgte eine ohrenbetäubende Explosion. Die tödliche Fracht von Ciambellis Feuerschiff regnete im Umkreis von mehreren Kilometern vom Himmel. Die Explosion tötete laut Duffy rund 800 Spanier. Parma selbst kam nur um Haaresbreite davon. Wichtiger für die Verteidiger war aber eigentlich, dass die Brücke zerstört wurde. Das Problem war nur, dass keines der Boote, die Alderonde ausgesandt hatte, tatsächlich nahe genug an die Brücke heransegelte, um den Schaden zu begutachten. Dadurch erfuhren die Antwerpener viel zu spät von Ciambellis Erfolg. Als die Nachricht sie endlich doch erreichte, war die Schelde bereits wieder verbarrikadiert. Nach weiteren vergeblichen Angriffen auf die Brücke richteten die Antwerpner ihre Aufmerksamkeit auf den Cowansteinse Dijk, der den Schiffen aus Zeeland den Weg zur Stadt versperrte. Der erfahrene Herzog von Parma hatte das aber vorausgesehen und den Deich befestigen lassen. Beim ersten Anzeichen eines Angriffs übergab er das Kommando auf der Brücke dem Grafen von Mansfeld und übernahm selbst die Verteidigung des Deichs. In der Zwischenzeit baute die Flotte aus Zeeland und Holland, die vom Grafen von Hohenlohe kommandiert wurde, Druck auf die Spanier auf. Als endlich die Stadt das Signal gab, stürmten 500 Seeländer auf den Deich und setzten sich hinter der nächsten Schanze fest. Aber der Angriff von der anderen Seite blieb aus und Hohenlohes Männer mussten sich schließlich zurückziehen. Einige Tage später, am 16. Mai, folgte ein zweiter, besser koordinierter Angriff. Sowohl Antwerpen als auch die Befreiungsflotte warfen alles in die Waagschale, was sie hatten. Insgesamt griffen etwa 200 Schiffe den Deich an und weitere die Brücke, um die Spanier abzulenken. Die Niederländer eröffneten die Schlacht mit einer Kriegslist. Als 4 Feuerschiffe auf den Deich zusteuerten, gingen die Spanier so rasch als möglich in Deckung. Der Schrecken des ersten Angriffs auf die Brücke steckte ihnen noch tief in den Knochen. Sie erkannten erst viel zu spät, dass es sich gar nicht um Feuerschiffe handelte, sondern um getarnte Truppentransporter. Bevor sie sich besannen, sprangen die Besatzungen der Schiffe an Land. Wenig später legten die Schiffe aus Antwerpen auf der anderen Seite des Deichs an. Gemeinsam errichteten die Männer dann 2 Schanzen auf dem Deich, um die Spanier voneinander abzuschneiden und die Arbeiter zu schützen, die in aller Eile daran arbeiteten, den Damm zu durchbrechen. Die spanischen Kanonen beschossen die Flotte der Niederländer ohne Pause, besonders die Schiffe, die bereits darauf warteten, durch die Lücke zu segeln, um Nachschub in die Stadt zu bringen. Auf dem Deich selbst kam es zu brutalsten Kämpfen. Etwa 5000 Soldaten drängten sich auf dem engen Damm, der an einigen Stellen nicht mehr als 9 Schritt breit war. Zunächst schien es, als wäre das Glück auf der Seite der Belagerten. Die Spanier mussten sich bis zu den nächsten Befestigungen zurückziehen und erlitten schwere Verluste. Aber als Alessandro Farnese sah, dass seine Männer an Boden verloren, eilte er mit Verstärkung herbei. Das gab den Spaniern Rückenwind und sie schafften es, das Blatt langsam zu wenden und Schritt für Schritt vorzurücken. Endlich, nach langem Kampf, gelang es ihnen, die Stellungen der Niederländer einzunehmen. Damit war der Widerstand gebrochen. Die Männer aus Zeeland, Holland und Antwerpen wandten sich zur Flucht und versuchten, ihre Schiffe zu erreichen, die sich aber wegen der einsetzenden Ebbe ins tiefere Wasser hatten zurückziehen müssen. Die Spanier verfolgten sie, töteten, wen sie erwischten und kaperten sogar einige der Schiffe. Damit war der letzte Versuch, Antwerpen zu befreien, gescheitert.
Diese Niederlage war ein schwerer Schlag, denn nun waren die Spanier die unangefochtenen Herren über das überschwemmte Gebiet und die Schelde. Mit jedem Tag, den sie ihre Umklammerung aufrecht erhielten, wurde das Essen in der Stadt knapper und die Stimmen für eine Kapitulation lauter, bis Antwerpen endlich am 17. August 1585 tatsächlich die Fahnen strich. Die Kapitulationsbedingungen waren sehr großzügig. Die Stadt musste eine Reparationszahlung von 400.000 Gulden leisten, wurde dafür aber kaum geplündert und den Feinden der Spanier wurde sogar freies Geleit zugesichert. Strenger waren dagegen die religiösen Auflagen. Antwerpen musste den Katholizismus wieder einführen und die vertriebenen Katholiken wieder aufnehmen. Alle Protestanten dagegen mussten die Stadt innerhalb von 4 Jahren verlassen. Dadurch wurde Antwerpen richtiggehend entvölkert. Am Ende blieben kaum mehr als 40.000 Menschen in der Stadt. Die Blütezeit von Antwerpen wurde gewaltsam beendet.